Hallöchen, so viele Sequenzen sind es ja schon gar nicht mehr. Wir sind schon, wie gesagt, bei der Sequenz 7. Ich weiß nicht, wie lang das noch geht. Also auf jeden Fall kommt noch Sequenz 8 und dann kommt wahrscheinlich noch Sequenz 9 oder auch nicht. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielen wir jetzt eine weitere Hauptmission hier in Assassin's Creed Syndicate. Und hier ist ein bisschen Aufruhr. Und ich bin gespannt, was das hier alles zu bedeuten hat. Sequenz 7, Ehrenrettung der Bank. Empfohlenes Level 7. Ohoho, jetzt wird schon wesentlich schwieriger. Evie besucht das Zentrum Londons, nachdem Jacob Chupenny eliminiert hat. Ja, klingt ja relativ freundlich. Als Belohnung gibt es die Schusswaffe M1877 Lightning. Klingt ja wirklich cool. Und wir werden diese dann auch am Ende der Mission angucken. Ja, jetzt passiert hier gerade gar nichts. Okay, es geht weiter. Hätte ja sein können, ne? Dass ich hier einen Bug entdeckt habe. Wie soll ich mir denn bitte diese Preise leisten können? Ladies and Gentlemen, bitte beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht. Könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert? Natürlich. Natürlich nicht. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Evelyn, folgen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann. Mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Wenn das herauskommt. Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline. Den Falschmünzer aufspüren in 40 Metern. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Aberline ist jetzt für uns unwichtig. Er kehrt wieder zurück, was natürlich sehr sinnlos ist. Und wir setzen das Adlerauge ein und sehen schon den Falschmünzer. Diesen müssen wir jetzt verfolgen. Noch keine Herausforderung besichtigt. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Wohin jetzt, Sir? Auf jeden Fall eine Kutsche nehmen, würde ich sagen. Naja. Vorsichtig, damit ich nicht so viel aufstände. Aber hier sind ja eh schon ganz schön viele Aufstände. Direkt vor der Bank. Okay. Ja. Bisher ganz gemütlich hier hinterherfahren.
Da kann man sich sogar ein bisschen Zeit lassen. Nicht zu nah herangehen, also... Ja, hier schläft man wirklich fast ein. Ich höre zwar den Gespräch kaum noch was. Aber okay. Warum auch nicht? Ja, da könnt ihr euch mal ein bisschen London angucken. Oh, stopp, 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 stopp. Er steigt aus. Was macht er jetzt? Bleibt wachsam, jeder könnte versuchen, ganz genau. Das Falschgeld verbrennen ist die Herausforderung. Und die Druckplatten finden. Sehr schön. Also wir können jetzt anfangen, loszulegen. Ein Adlerauge ist natürlich immer nützlich. So, jetzt haben wir die Druckplatten bereits schon lokalisiert. Und da sind sie auf diesen orangen Punkt in 29 Metern. Ja, die müssen wir ja nur noch stehlen. Aber das Falschgeld auch noch verbrennen. Also ich weiß nicht, wie das geht und ich weiß nicht, wie man das finden kann. Oh, hier sind ja lauter Päckchen, aber es könnte Dynamit sein. Probleme über Probleme. Auf jeden Fall mache ich hier mal ein bisschen Action. Ich stachel hier mal einen an, dass er andere kalt macht. Bekriegt euch. Ja. Noch eine relativ entspannte Hauptmission. Weil ja empfohlenes Level 7 stand. Ist wirklich relativ entspannt noch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ne, dass die mich dann plötzlich angreifen. Okay. Ja, das ist meine Taktik, die ich jetzt habe. Der rennt jetzt weiter, das ist sehr schön. Oh nein, er kommt zurück. Oh, er rennt doch weiter. Nein, er kommt zurück. Was denn jetzt, Herr? Okay, er befindet sich in einer Schleife der Dummheit und stirbt. Okay, warum auch nicht? Kann man hier einfach irgendwas drücken, Falschgeld verbrennen? Das wär viel zu leicht. Viel zu leicht wäre das. Ja, mal gucken. Also, ich betrachte jetzt die Mission jetzt nicht als große Schwierigkeit. Es sei denn, es kommt noch was Heftiges. Dann jederzeit gerne. Grafischer ging es nicht. Eindeutig. Oh, da ist noch eine Glatze. Betreten, ja. Ich versuche hier reinzukommen und ich muss natürlich betreten klicken. Wer ist die? Das weiß ich ohne, wer das ist. Ich bin niemand. Anzünden. Oh, und damit hätten wir ja schon quasi die Herausforderung beendet, oder? Oha, nein, das reicht nicht. Doch, das reicht doch. Ich dachte schon, ich muss mehrere Haufen voller Falschgeld finden. Vielleicht gab es auch nur diesen einen Haufen. Ich weiß es nicht. Die Herausforderung ist schon geschafft. Also für eine Mission, die Stufe 7 erfordert, relativ einfach. Ja, es soll jetzt keine Beschwerde sein. Es ist nur ein bisschen merkwürdig, wie hier der Schwierigkeitsgrad sich einpendelt. Oh, jetzt kommt noch eine Herausforderung. Die Zivilisten in die Bank lassen. Ja, wahrscheinlich muss ich da eine Tür eintreten oder so. Das ist jetzt meine erste Prognose. Mhm. Ist es weit weg? Oh ja, 228 Meter. Naja, es geht schon. Könnte man auch zu Fuß machen, aber mal gucken, ob ich... Ja, das müsste noch mein Gefährt sein hier. Die stehen alle schön breif, ne? Schön brav Schlange. Ja, in England, ich war ja in England bereits letztes Jahr, jetzt inzwischen, weil wir ja schon Jahr 2017 haben. Da ist wirklich die heilige Warteschlange. Wenn man die durchbricht, dann ist man des Todes. Ist wirklich so. Also ich sag ja, die heilige Warteschlange ist dort wirklich noch krasser angesehen als hier in Deutschland. So, erreichen. Weiter so. Nee, dass ich hier meine Herausforderungen dann absimmel.
Das geht denn noch? Nicht ohne meine Pfund, meine Schilling und jeden meiner Pence, Sir. Es steht in der Zeitung, Sie, das Mist, ist unser bleiben aller Sie, wo Ruin. Sie sind. Das ist strafbar. Ich will wissen, ob mein Geld sicher ist. Ja, damit habe ich die Zivilist in der Bank gelassen. Also auch relativ einfach. Staunlich, ja, richtig. Ich habe es mir wesentlich schwerer vorgestellt jetzt. Ich dachte, ich muss ja echt meine Zähne zusammenbeißen. Das ist doch relativ chillig hier. Hier ist eine komplette Sperrzone. Ich muss also mich ein bisschen durcharbeiten. Aber das ist für mich kein Problem mehr. Ich bin Stufe 10 bereits. Also das ist die höchste Stufe in Assassin's Creed Syndicate. Bin ich jeweils mit Evie und Jacob auf Stufe 10. Ja. Man muss immer quasi beide auf Stufe 10 haben. Es gibt kein, dass der eine ja mal Stufe 10 ist und der andere Stufe 1. Das gibt es hier nicht. Sonst wäre bei mir Evie sehr schwach noch, weil ich mit ihr eigentlich relativ wenig gespielt habe. Nicht, weil ich sie nicht zu schätzen weiß, aber Jacob, ich bin halt ein Kerl, spiel halt mit einem Kerl. Ja, deswegen. Ist halt sowas Primitives. Ist jetzt nicht so, dass ich Jacob einfach gut finde. Ist halt was Primitives noch. So, zurückbringen. Die Druckerplatte so, oder Druckplatte. Als wären sie nie fort gewesen. Ja, das ist schön. Ja, aus der Bank of England entkommen. Also das ist wirklich leicht. Also anscheinend ist dieser Schwierigkeitsgrad, den man hier sieht oder seht am Anfang, anscheinend auch nur daran geschuldet, dass diejenigen, also Polizisten zum Beispiel, auf Stufe 7 sind. Und eventuell manchmal auf Stufe 8. In paar Menschen. Ich bin auf jeden Fall aus der Bank of England entkommen. Oh, jetzt muss ich aber noch mit Evelyn reden. Das habe ich nicht erwartet. Aber er ist gleich in der Nähe. Und da ist er schon. Und ja, da reden wir noch ein bisschen. Noch ein bisschen plauschen. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Nicht versagen, Evie fragen. Wir haben Sequenz 7 Ehrenrettung der Bank abgeschlossen zu 100%, denn wir haben das Falschgeld verbrannt und wir haben die Zivilisten in die Bank gelassen. Beides sehr leicht gewesen, ja, insgesamt auch die Mission sehr leicht gewesen. Belohnung und Erfahrungspunkte plus eine tolle Waffe, die wir jetzt uns angucken werden. Es handelt sich um die Schusswaffe Lightning. Das ist keine Protagonistin aus Final Fantasy, sondern tatsächlich eine Schusswaffe, die wahrscheinlich schlechter ist. Und wenn ich es upgrade, dann ist sie sogar ein bisschen besser. Habe ich die hier schon bereits geupgradet? Oh ja, krass. Die ist, also Lightning, die ich jetzt bekommen habe, ist mit dem Upgrade besser. Mit der Reflexgenauigkeit, obwohl es eine Stufe 6 erfordert. Ja, dann würde ich wirklich jetzt spontan mal switchen und ihr seid dabei, wie ich das mache. Wow, oder? Ganz einfach. Ja, jetzt habe ich einen Punkt Reflex, Schussgenauigkeit mehr. Das ist, wenn man so aus der Hüfte schießt. Habe ich jetzt irgendwas verpeilt? Schaden ist eins mehr. Hä? Okay, das muss ich jetzt nochmal im Video angucken. Ich habe mich irgendwie jetzt verarschen lassen. Oder vielleicht war das jetzt ein Bug. Merkwürdig. Auf jeden Fall war jetzt doch die Waffe jetzt doch besser. Als die. Selbst jetzt, wo ich es
verbessert habe. Hm, merkwürdig. Naja, ich traue jetzt nicht um mein Geld. Ich habe jetzt hier in den Spiel mittlerweile reichlich gesammelt. So, ja. Das war's auch schon mit dieser tollen Hauptmission. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst wie immer einen Daumen hoch und ein Abo da. Und bis zum nächsten Video.